Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen beim Bausimulator. Ich bin hier unterwegs im noch im Multiplayer. Ich habe ja einfach mal zum Testen mal aufgemacht. Und der Bibbo heißt da, glaube ich, der hilft mir gerade. Und ich suche gerade hier in der Eile mal Multiplayer. Aber ich finde es jetzt nicht. Doch. Mehr Spieler, bla bla bla. Egal. Ich muss ja nochmal die Taste suchen. Fahren jetzt nochmal die Stützen ein. So, und ich guck mal eben, wo ich überhaupt hin muss. Fahre den Bagger zur kleinen Baustelle. Ah ja, okay. Muss da nicht so rumziehen können, ne? So. Die Steuerung habe ich immer noch nicht so ganz raus. Ja, bis zu 4 Spieler können hier im Multiplayer. Ich suche gerade die Baustelle. Ach, da ist er. Da hinten leuchtet sehr das Baustellenschild, kann man ja nicht übersehen. Ich fahre gerade hier mit Vollgas den Berg hoch und jetzt zieht ganz schön nach rechts rüber. Ich komme nicht hoch. Komm schon, zieh, Mann. Ist doch gar nicht. Komm nicht hoch. Zieh nochmal die Freikamera. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist die Stütze nicht oben von dem... Doch. Ist alles... Er macht ja auch keine Fehlermeldung. Ich komme hier nur diesen Berg nicht hoch. Anlauf. Ist jetzt hier ein Bug im Multiplayer? Komm nicht hoch. Egal, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich stelle ihn jetzt... Habe ich eigentlich eine Handbremse? Ich weiß, aber ich komme nicht hoch, mein Freund. Also, na, ihr wisst schon. Hm. Mal hoffen, dass es hier kein Verkehr kommt. Jetzt mit ein bisschen Anlauf. Ja, das klappt jetzt besser.
Okay. So, es kommt mir so vor, als ob der so ein bisschen rumschwimmt hier. Mag sein, dass das jetzt noch am Multiplayer liegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt noch ein Spieler mehr. Okay, wir fahren mal die Rampe raus. Obwohl ich da den Bagger nie rauskriege, ne? Super, Pippo. Mach gleich richtig mit, das macht ja Spaß. Und dann kann ich den Anhänger schon mal wieder hier zur Seite bringen. Ich denke mal, wir fahren den hier vorne. Und stellen den dann hier ab. Also hier mit diesem Fußweg, da will er nicht so ganz. Leider. So, und da kommt auch der Stefan schon. Und der sucht anscheinend auch Arbeit. So, das ist doch jetzt nur das Ausbaggern. Okay. Ja, wenn die Jungs hier mal lochen. Suche ich mal die Multiplayer-Taste. Weil man müsste ja nicht chatten können, oder? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt an die Optionen reinschaue, ob dann die hier gleich aus dem Spiel fliegen. Deswegen gucke ich nochmal. Mehrspielerpartie. Okay. Also da steht nichts drin. Dann gucke ich mal hier rein. Unter Tastenbelegung, allgemein, Fahrzeug, Kamera, Charakter, Pritschenwagen, Absetzkipper, Bagger, Gabel, Stapler. Ja, schade. Kann man sich ja nicht unterhalten, oder wie? Warte mal, da ist so ein Chat-Symbol. Moin, Männers. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die überhaupt meine Sprache sprechen. So, aber was waren denn überhaupt alles die Aufgaben, was wir hier noch haben? Also erstmal anscheinend nur das Ausbaggern und dann geht's weiter, ne? Sollte ich da nicht noch irgendwas hier ranholen? Wartet mal, wir hatten ja... Hm,
der Container fliegt da gerade hin und her. Wir beachten das mal gar nicht. Bagger den Bereich aus. Besorge einen Container. Besorge einmal Container von einem Baustoffhändler und transportiere eine Ladung. Ja, welchen Container denn? Was wollen wir denn abholen? Ja, das Problem ist, glaube ich, der Container ist gerade weggeflogen. Ich fahre mal den LKW hier weg. Ja, nu, wie holen wir jetzt den Container da wieder weg? Das ist natürlich wirklich blöd. Ich glaube fast, den müsste man dann zurücksetzen, aber ich weiß gar nicht, ob man den zurücksetzen kann. Okay, und da kommt noch ein Spieler rein. Wir haben gar nicht so viel Arbeit. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Also, ist jetzt nur mal, um so einen Einblick zu kriegen. Ich denke mal schon, dass das Spaß machen kann. Auf jeden Fall mit mehreren Leuten, wie man hier sieht. Aber ich finde, man sollte dann auch mit denen direkt sprechen können. Oder, ja, wo es geht auch. Hier, das nervt jetzt langsam ein bisschen. Das war ja... Was hat das Ding hier sogar gegen Laterne gefahren, der Depp? Oh Mann, ey. So. Ja, die Frage ist, ich weiß nicht, wie ich den da wieder rausholen soll, ne? Ich muss ja hier irgendwie versuchen, hier rein zu... Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Wie bekommen wir den Container raus? So, okay, wir müssen hier noch weiter baggern, dann mache ich das mal. Zwar ist ja die zweite Stelle hier noch nicht gemacht. Ich glaube, die erste würde sogar schon reichen. Das Doof ist halt, dass er jetzt den... Ich schaue, sagen wir mal hier hin. Und wir müssen dann später mal gucken, ob wir es dann nochmal... dann hier irgendwie wegbekommen. So. Das könnte ich vielleicht auch mal mit euch machen. Ich glaube, das klappt dann... besser. Obwohl die Jungs, die der Bippo, den habe ich schon, finde ich eigentlich ganz okay. So. Ich habe schon wieder alles verlernt, ey. Okay.
Ich schütze extra jetzt hier nicht so weit weg, aber ich sollte mich mal anders rumdrehen. Ne? Das macht dann vielleicht mehr Sinn. Ach so. Okay, das könnten wir auch machen. Das versagen wir. Stopp! Ich glaube, es geht nicht. Bleibt nicht da. Na, ich werde ja noch beobachtet. Okay, werde ich sowieso, aber... Ich glaube nicht, dass hier irgendwas auf dem LKW bleibt. Dafür ist er ja eigentlich gar nicht ausgelegt. Und obwohl doch, er ist ja eigentlich auch ein Kipper. Keine Ahnung. Das war so. Also wenn man jetzt in der Kohle drin ist, so doof wie das ist, dann reagiert er manchmal gar nicht mehr. Keine Ahnung, ob es dann gerade das sein soll, dass der Boden zu fest ist oder was. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin zu doof. Aber ich muss ja üben. Ich muss es ja lernen. Den mal weiter annehmen. Das ist, glaube ich, hier doof gemacht, was ich hier tue. So, den kann Auslieger weiter raus. Sand drauf, okay. So, mal gucken, wie das der Rico macht. Und er versucht noch den Container zu retten, aber ich guck mal. Absetzkipper. Oh! Ich habe den zwar jetzt zurückgesetzt, aber leider nicht. Ja, den Container, ne? Ist ja auch cool, dass man als Beifahrer mitfahren kann. Das macht ja dann auch Spaß. YouTube, wie war jetzt hier mit unserem verbuggten Spiel? Das ist ja nicht verbuggt, das lag es ja an dem Typen vorhin, der den Container darüber geschmissen hat. Weiter geht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich guck mal, ob das hier mit den Jungs noch was wird. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut!